Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dorfleben zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Aus unserem Tunnel. Ja. Den kennen viele noch gar nicht. Ich denke mal, wer den Mammut-Livestream am Samstag nicht mitbekommen hat, genau. Fahrmäßig, weil Minecraft nicht ging, weil es nicht ging. Genau. GTA nicht ging und LS nicht ging. Übrigens, guck mal, wir haben hier mit Teilnehmer, die heißen Mafia. Und die haben uns hier ein nettes Blümle dagelassen. Ich finde das so lieb, dass die hier ein Geschenk dalassen. Mafia-Blume. Das sind so nette Leute. Wir stellen hier eine Selbstschussanlage auf. Ach was, ich habe schon Kaffee gemacht. Die sind total lieb. Ach so, ja, Kaffee habe ich auch. Warte, wo ist er? Wo ist er? Da, Kaffee. Da ist Kaffee drin. Ja, siehst du. Das siehst du. Wir haben ja... Du musst da einfach nur rüberlaufen. Da sind Druckplatten am Boden. Ist das Magic? Aber doch nicht. Ja, wir werden modern. Haben wir hier auf der Insel ein Häuslein gebaut? Ja, aber ebenso angefangen. Mit dem, wo wir jetzt heute dran... Oh, Moment, das ist aber ein bisschen... Yeah. Ja, da fehlt was da unten. Nicht die jetzt Schucke. Wen willst du schucken? Nein, das geht nicht mehr. Ich habe PvP ausgestellt. Was wir auf jeden Fall seit Samstag für ein Problem haben, ist, dass unser Server zu klein ist. Und deswegen, ihr seht das hier, es sind aktuell 7 Leute drauf. Registriert auf dem Server sind 32. Bedeutet, wir werden den Server erweitern auf 20 Slots, dass 20 Spieler gleichzeitig spielen können, erstmal. Und am Mittwoch werden wir von Minecraft auch wieder streamen. Mittwochabend ab 19 Uhr, ne? Genau. Und was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir wollen den Tunnel weiterbauen. Den kennen Leute auch noch nicht. Junge Frau. Ne, den kennen viele noch nicht. Erstmal hier ist unser Schlafzimmer, jetzt unser neues. Noch ohne Dach, das kommt. Irritiert mich. Ich will da rein. Du musst einfach nur reinlaufen. Es geht immer zu. Guck, es war zu. Schatz, das sind Druckplatten. Da läuft man einfach rüber. Es ist irritierend. Aua. Was machst du da? Guck mal, das sind auch Türen. Auf jeden Fall, hier ist unser Schlafzimmer. Mit einem tollen Glasboden. Lässt du die bitte, das ist die Rückwand vom Bett. Das sind keine Türen. Und da drüben kommt die Küche hin und da hinten kommt das Wohnzimmer. Das machen wir alles noch fertig, weil das Dach fehlt ja auch noch. Aber was wir im Moment haben, ist, wir haben, wenn ich den Bruchstein mal mitnehme, könnten wir das mal schnell machen. So. Ich habe keine Schaufel mehr. So. Denn wir haben ja hier, ich habe noch eine Schaufel. Wir haben ja hier, vorsichtig abbauen. Irgendwas stirbt da gerade. Ah, Wassereinbruch. Okay. Hä? So. Achso. Wir haben hier nämlich unseren Tunnel. Den haben wir, beziehungsweise eigentlich in mühevoller Großarbeit hat Jupp den am Samstag für uns rausgeklöppelt. Ja, das stimmt. Also wir haben eigentlich gesagt, hey, es wäre doch gar nicht mal so schlecht, wenn man da nicht so spontan und so und Tunnel hätte. Und er sagte, kein Problem. Hat sich seinen Spaten genommen, seine Schaufel genommen und in der Zeit, wo wir diesen Glastunnel rübergebaut haben, den ihr hier unten seht, den hier, hat er da hinten den Tunnel weitergeklöppelt. Und dann kamen wir auf die wahnwitzige Idee, dass es doch total toll wäre, wenn wir da eine U-Bahn quasi hätten, die bis zum Rathaus geht. Und naja, was soll ich da großartig sagen? Gesagt, getan. Haben wir eine Eisenbahnlinie angefangen zu bauen? Jetzt wird es gerade dunkel, ne? Mhm. Warte. Wir überspringen mal ausnahmsweise die Nacht. So, zack. Und dafür habe ich noch ein paar Schienen vorbereitet, weil wir haben nämlich schon angefangen. Hier kommt man so, das ist sogar hier unter dem Wasser. Mhm. Die Lichter finde ich so schön. Ja, hier brauchen wir noch nicht mal eine Beleuchtung drin. Wir machen noch eine Beleuchtung hier hinten hin.
Nee. Aber habe ich eigentlich nur zufällig? Würde ich nicht machen, weil das stört hier das reelle Licht, was du siehst. Ja, aber hier könnte man eigentlich noch hinmachen. Weil ja, das ist ja unser eigentlich. Nein. Da unten drin sowieso nicht, nein. Hier nicht. So, aber hier haben wir dann auf jeden Fall die Eisenbahnanlage. Wo ich mal ganz kurz diesen... Die habe ich ja eigentlich nur gesetzt zum... So. Da müssen eigentlich die hin. So. Und über diese Eisenbahnanlage, wir laufen die mal ab, weil ich habe noch ein paar Schienen vorbereitet. Da tropft es hier. Ja, da müssen wir sehen, dass wir da oben mit dem Wasser noch ein bisschen gegenwirken, dass das Tropfen aufhört, weil das sieht optisch nicht schön aus. Aber das ist eine Aufgabe für dann. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Hier fehlen noch die Power-Teile in Form der Redstone-Fackel, die habe ich auch im Inventar. Aber den Boden müssen wir auch nochmal, irgendwas müssen wir uns mit dem Boden nochmal einfallen lassen. Auf jeden Fall, hier geht's weiter. Ich nehme gleich mal die Schienen mit. Wie viele Schienen hast du dabei? 128. Das hoffe ich reicht fürs restliche Stück. So, wir fahren nämlich zweigleisig, weil so kann man immer hin und zurückfahren, beziehungsweise theoretisch können auch zwei Leute gleichzeitig fahren. So. Weil wenn wir schon so einen breiten Tunnel haben, ist eine Bahnschiene, finde ich immer, sieht ein bisschen komisch aus. Müssen wir aber vier Wägelchen bauen, auf jeder Seite jeweils eins, jede Schiene. Ja, ich hätte sogar theoretisch gedacht, dass wir so eine Kiste machen, wo man immer wieder das Wägelchen reinstellt. Und man es hinterher abbaut und wieder reinstellt. Wobei, warte mal, da... Oh, diese Spitzhacke, die man uns geschenkt hat, die ist die Spitzhacke des Todes. Hey, ich baue nur einen Block. Drei Blöcke weg. Okay. Muss man vorsichtig mit sein. So. Okay. Und dann quasi... Immer wieder... Und dann macht man quasi... Habe ich noch eine? Ja. Da. Eine Kiste hin. Und da macht man dann immer den Wagen wieder rein. Und auf der anderen Seite machen wir auch nochmal eine Kiste. Ja, aber das ist umständlich. Jedes Mal, wenn du öfters hin und her musst, jedes Mal den Wagen abzubauen. Ich würde den stehen lassen. Okay, können wir auch. Also du kannst... Lass die Kiste stehen, aber... Ja, okay, lass die Kiste stehen. Dass wir den einfach hier zwei Wägelchen, hinten zwei Wägelchen... Dass immer jeweils irgendwo eins steht, wo man da nutzen kann. Okay, ja, das können wir machen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wenn ich da unten... Nee, das ist... Das reicht nicht, wenn ich das da... Okay, nee, das geht nicht. Testen, wenn ich das jetzt hier... Das geht, okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Fackeln unten drunter setzen kann. Also dran setzen, unten drunter schon... Aber die Fackeln würde ich dann gerne noch ein bisschen optisch verkleiden, weil die sehen ein bisschen doof aus, wenn jetzt hier in der Mitte die Fackeln stehen. Finde ich eigentlich nicht. So. Gut, das wird irgendwo eine Höhle, ne? Ja, habe ich auch schon gehört. Auf jeden Fall so. Was uns jetzt aber gleich fehlen wird, was ich nicht vorbereitet habe, ist, ich habe nicht noch zusätzliches Eisen gefarmt. Fällt mir gerade ein. Für die Loren. Also für die... Nee, Moment, so, brauchen wir Eisen für. Müssen wir noch Eisen holen, in dem Fall. Aber ich habe da hinten sowieso noch eine Höhle entdeckt. Die ist noch unentdeckt. Erstmal fragen wir kurz nach. Weil eigentlich würde ich schon gerne so eine kleine Testfahrt machen. So, guck mal, jetzt hab ich noch 42 Fackeln übrig. Aber die Schienen sind alle beenergiet. Okay. Also abfahrbereit quasi. Aber hier müssen wir noch was machen. Guck mal, hier unten ist noch Erde. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Optisch. Ah, das würde ich mit Stein auskleiden. Auch hier der Bogen. Ja, das hier würde ich sogar tatsächlich noch ein Stückchen höher setzen. Einen höher. Dass wir so wie auf der anderen Seite die beiden Laternen hier vorne noch dran machen können. Ja, oder Glas. Dass du das rausmachst und Glas reinmachst. Die drei Blöcke hier oben. Ja, hab ich noch. Ich habe nur noch gefärbtes Glas. Ne, da müssen wir dann gucken. Wo sind denn jetzt die beiden? Achso.
So, Eisen kommt also. Aber hier fehlt doch auch noch... Ich habe noch Bruchsteine. Dann kann ich die Zeit mal ganz kurz nutzen. So, weil die Wände bauen war echt anstrengend, glaube ich, auch für... Wer hat das gemacht? Jupp hat das gemacht, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, aber das hat er toll gemacht. Der musste ja hier tatsächlich... Ah! Au! Überall... Oh, da kommt Wasser rein, Achtung! Hilfe! So, da musste ja überall... Ach, jetzt hat sie die Schienen weggespült. Na, blöd. Warum sammelst du jetzt die Schienen nicht auf? Dankeschön. Ich hab jetzt hier. Du müsstest die Aktivierungsschienen haben, oder? Auch? Hast du die jetzt zufällig aufgesammelt? Weil da müsste eine Aktivierungsschiene rein. Dann ich hab sie. So, so. Und so. Genau, sowas, ne? Ja. Beziehungsweise eigentlich müsste... Ja, aber wenn du hier startest, hast du ja keinen Antrieb. Nee, genau, da rollst du mit dem Wagen vor. Aber da würde ich gerne testen, weil sonst machen wir das Ganze noch ein bisschen... Bisschen, dass es passt. Das ist dann kein Problem. So, diese. Wo ist er denn jetzt? Wo ist Kompetenzmittel jetzt? Ich würde gerne die Bahn ausprobieren. Ich glaube, er hat doch gefragt, wohin. Ja, ich habe ihm gesagt, er im Haus... Altes oder Neues? Neues. Wo sind sie? Oh, kann ich die Zeit mal ganz kurz nutzen und die Fensterbänke hier noch machen? Ich bin gespannt, wann wir das Haus fertig haben. So wie wir im Moment dabei sind, dürfte das gar nicht mehr so lange dauern, oder? Was denkst du? Nö, das wird recht schnell gehen. Oh, hier muss ich noch ein bisschen absichern. Das ist... Na, wo bleibe da? Aber mit der Mafia hier, ne? Also ich finde... Ich weiß nicht! Sind bestimmt ganz nette Leute. Oh, das geht nicht, schade. Ich wollte sie gerade auf den Stein stellen, aber die muss auf Erde stehen. Oder in einem Blumentopf, aber da müssen wir, glaube ich, Ton für... Oh! Hallo? Ah, da ist er! Kompetenzmittel! Gib mir Eisen! Ja! Oh, lecker! Schnell mal dahin. Eine Lore war, glaube ich. Nein. So, ne? Ja. Wow! Schatz? Na, das sieht man jetzt. Stell dich mal vor mich, bitte. So, dann gib mir mal zwei Stück. Da unten auf der Treppe. Oh, danke. So, komm her, Schatz. Du kannst... Nein! Nein! Deine Lore fährt weg! Ja, ich stehe noch hier. Bringen Sie mir wieder mit. Ja, ich bringe sie dir wieder mit. Sie folgt mir. Das ist geil. Mit STRG setzt du dich doch rein, oder? Einfach draufklicken. Achso. Warte, ich bringe sie dir mit. Warum ist die jetzt losgefahren? Weil die auf die Antriebsschiene gekommen ist. Warte, ich komme wieder. Ah! Bring sie mit. Wir können doch zurückfahren. Ich komme. Ich hab sie dabei, ich hab sie aufgesammelt. Map, map. Ist das geil. Wir brauchen mehr U-Bahn auf jeden Fall. Das sieht sehr gut aus. Bong. Und jetzt einfach nach vorne gucken? Und mit W? Oh, jetzt gleich. Pass auf. Hui! Oh, ist das cool.
Oje, 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 die Kurve. Oh, da kriegst du ein Schleudertrauma. Ich das tue. So. Und jetzt könnten wir ja theoretisch... Na! Warum, ne? Die haben Angst vor mir. Dann stell... Was machst denn du da mit denen? Also, ich meine, ich habe da noch eine. Achso, warte, ich habe auch noch eine. Ja, weil eigentlich soll der eine auf der Seite, einer auf der anderen Seite. Aber setz mal hin, das ist... Ja? So, steck mal ein. Ich gehe extra nicht so nah ran. Und jetzt fahren wir wieder rüber. Immer, dass aber man jetzt hier... da drüben zwei. Ja, aber wir schicken gleich den einen zurück. Oh, warte, wir werden mit. Ich glaube, du kannst es auch irgendwie machen, dass die automatisch erstellt werden. Weißt du, du drückst einen Knopf und dann wird eine Lore gespawnt. Es geht auch, glaube ich, irgendwie, aber frag mich nicht wie. Wow. Hallo. Hallo. So, jetzt ist die Frage, prallt der ab? Weil wenn er ab... prallt... Ja. Brauchst du einfach aussteigen? Ich würd aussteigen. Hilfe. Steig doch Hilfe. Aus! Oh nein! Deine Lore folgt mir. Ja, die habe ich ja auch zurückgeschickt. Ach so. Ja toll, jetzt muss ich laufen. Na toll. Du kannst doch mit der Lore wieder zurückfahren. Wir können die ja, doch die hier kann doch da stehen bleiben. Ja, aber die kannst du doch wieder zurückschicken. Ich weiß, wen ich jetzt gleich haue. Wen willst du hauen? Warum mich? Was habe ich denn getan? Mit dir bin ich jetzt losgelaufen. Ja, cool, aber unsere Schienen funktionieren. Ja, cool. Geil. Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge von Minecraft Dorfleben gewesen sein. Wie gesagt, morgen Abend? Ja. Morgen Abend ab 19 Uhr findet der Livestream hier aus Minecraft Dorfleben statt. Mit hoffentlich allen Leuten dabei und hoffentlich den Server schon auf 20 umgestellt. Ihr könnt nach wie vor mitspielen, natürlich, gar keine Frage. Am besten über Instagram mir euren Ingame-Namen schicken und dann kann ich euch über Instagram das Bild schicken. Oder meiner Frau über Instagram euren Namen schicken und dann kann sie euch das Bild schicken, das ist kein Problem. Und wir beide freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr im Stream alle zahlreich anwesend seid. Und wünschen euch jetzt einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Lasst bei uns beiden ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ein Like da, ein Kommentar da. Und dann sehen wir uns morgen Abend. Ja.